eine neue Folge Commons Gym. Samstagmorgen. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Flensburg zu Pascal. Und zwar gibt es heute mal eine richtig geile Bankdrückeinheit mit, ja klar, 300 Kilo gehen immer. René, let's go! Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video, zu einer neuen Folge Commons Gym. Ihr seht mal wieder, hier wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Hollywood Setup, extra Gäste eingeflogen, René ist am Start. Aber wie immer, es gibt erst die Trainingssequenz zu sehen, eine sehr spannende Trainingssequenz diesmal, und dann kommen wir zum Interview. Also, bis gleich. Ansonsten baller ich die so an, dass da gar nichts mehr passiert. Ah, Digga, das... Da sind wir wieder. Ja. René, schön, dass du da bist. Ja, gerne. Wir haben heute wieder eine Commons Gym Folge. Heute mal ein bisschen anders vom Inhalt her, also vom Trainingsinhalt her. Das haben die Leute ja schon gesehen. Aber wie immer, starten wir mal ganz entspannt rein und sei so gut. Stell dich einfach mal vor. Erzähl mal ein bisschen, wer du so bist, was du so machst und wieso du heute überhaupt hier bist. Ja, also ja, ich bin der René. René Groß. Mache seit 20 Jahren Powerlifting. Equipped Powerlifting speziell. Mein Fokus liegt auf dem Bankdrücken. Da bin ich dann auch im starte ich auch im Nationalkader. Bin jetzt 5-mal in Folge deutscher Meister geworden. Zuletzt mit einer Leistung von 325 Kilo. Das ist aktuell die dritthöchste Last, die jemals in Deutschland von einem Athleten bewegt worden ist. Ziele sind natürlich mehr Gewicht, ist ja ganz klar. Es gibt da noch eine Zahl, die mir so im Kopf schwebt. Die zweithöchste Last in Deutschland sind 355. Da möchte ich natürlich noch drüber kommen. Was kann ich noch erzählen? Ich bin mittlerweile schon 39. Also das heißt, ich darf nächstes Jahr bei den Senioren starten, international, was mir dann auch die Chance gibt, mir tatsächlich auch nochmal international eine Medaille abzuholen. Ziel ist natürlich ganz klar das oberste Treppchen, was denke ich auch mit der aktuellen Leistung durchaus realistisch wäre. Ja, was kann ich noch erzählen? Du hast aber schon vorhin, glaube ich, erzählt, du hast jetzt schon mehr gedrückt als die 325, ne, im Training? Genau, ich habe im Training, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass man einen vollen Bewegungsablauf hat, ist mein eigener Gym-Rekord 333 Kilo. Das war mal ein deutscher Rekord, okay, von Kevin Jäger. Den werden ziemlich viele Equip-Lifter kennen. Genau deswegen habe ich die 333 halt auch gewählt, weil ich das halt auch machen wollte. Man hätte auch einfach 335 nehmen können oder 334 oder was weiß ich. Aber ich fand die Zahl irgendwie cool, deswegen habe ich es gemacht. Aktuell, wenn man jetzt nicht wettkampfkonform geht, dann habe ich gestern gerade einen neuen Gym-PR gedrückt. Da bin ich leider nicht ganz runtergekommen. Da habe ich 340 Kilo gedrückt. Bei 350, da hat der Kopf leider nicht so ganz mitgespielt. Aber ich bin auf einem guten Weg. Du hast eben gesagt, 355 sind die zweitschwerste Last in Deutschland. Genau. Was ist die schwerste Last, die jemals bewegt wurde? Die ist von Kevin Jäger. Mhm. Die hat er auf den Arnold Classics gedrückt. Jetzt bin ich aber nicht sicher, in welchem Jahr das war. Ich bin der Meinung, das war 2018. Da hat er 392,5 Kilo gedrückt.
So, ich war auch schon dabei, das war auf der EM, wo ich selber gestartet bin in Luxemburg 2018. Da hat Kevin versucht, einen Weltrekord zu drücken. Da waren es 422,5 Kilo. Also in meinen Augen ist er auch der stärkste, also mit Abstand der stärkste Bankdrücker, den wir haben in Deutschland, also aller Zeiten definitiv. Ja, ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Wahnsinn. Was ist der Weltrekord aktuell? Der Weltrekord ist aktuell von Blaine Sumner, ist ein Amerikaner, mit 425 Kilo. Boah, geisteskrank. Ja, also ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ne? Also ich, dünner Junge, langes Elend, mein Rekord liegt bei 115. Ich habe es heute mit 130 versucht, habt ihr in der Sequenz gesehen. Ja, das ist, also, erstens ein ganz anderes Drücken auf jeden Fall. Ja, kommen wir nachher auch noch so ein bisschen zu bei den Fragen. Ich habe schon so ein bisschen geguckt. Aber auch alleine so, also da liegen nochmal 300 Kilo zwischen. Alter, was ist das? Wahnsinn. Okay, ich glaube, so von der Einleitung her passt es. Lass uns mal zu den Fragen kommen. Wie immer habt ihr Fragen gestellt auf Instagram. Und entschuldigt bitte, ich habe keine Karteikarten, diesmal ist es hier digital. Aber wir starten mal ganz klassisch, wie wir häufig starten. Wie bist du zum Kraft-3-Kampf gekommen und dann auch gleich mal, warum Equipped? Also ich habe, das habe ich ja bei Pascal damals im Video schon mal erzählt. Ich komme ja aus einer sehr kleinen Stadt. Da kann man eigentlich nichts anderes machen außer Sport. Ne? So, und ich habe damals in meinen ganz jungen Jahren, ich habe auch tatsächlich alles ausprobiert. Jede Sportart, die es gibt, habe ich gemacht. Wirklich. Ja, und irgendwann ist es dann halt so, ich habe dann eine ganze Weile Tischtennis gespielt. Da war jemand bei mir, mit dem ich damals trainiert habe. Der ist dann irgendwann ausgetreten, ist dann zum Kraftsport gewechselt. So, und ja, wie das so ist in so einer kleinen Stadt, dann läufst du dich irgendwann mal wieder über den Weg, ne? Und dann denkst du so, oh, der hat sich ein bisschen verändert, ne? Und ja, irgendwann weckt das ja auch so einfach das eigene Interesse, so, ne? Ja. Dann fragst du nach, und wo trainierst du denn und wo ist das genau, wie komme ich da rein? Und ja, dann habe ich mich da halt beworben, nee, kann man nicht sagen. Also ich bin einfach hingegangen, habe Probetraining gemacht, so wie man das heute eigentlich auch macht, ne? Man stellt sich vor, geht hin, trainiert ein bisschen. So, und irgendwie, ja, hat mich das irgendwie gleich von Anfang an so gepackt, ne? Und das war halt ein Verein, da wurde schon immer Equipped Sport betrieben. Mhm. So, und dann rutschst du da auch so mit rein. Ja, ja, klar. So, da gibt es nichts anderes so, ne? Mein Verein ist der SV Motorbad, für den starte ich auch heute noch. Mhm. So, wir sind, also der Verein, muss man ganz ehrlich sagen, ist auch sehr erfolgreich in den letzten Jahren gewesen. Wir sind zum Beispiel 7-mal in Folge deutscher Mannschaftsmeister geworden. Aha, krass. So, und ja, wie gesagt, da kommt halt eins zum anderen. Ist halt, ja, weiß ich nicht, ist schwierig zu erklären. Ja, klar. So, also wenn du das so vorgelebt wirst, eben, ne, dann siehst du das und keine Ahnung, du denkst dann so, ja, das möchte ich halt auch ausprobieren. Ja. Ne, so wie du jetzt heute zu mir gesagt hast, oh, so ein Hemd würde ich halt auch gerne mal anziehen. Ne? Ja. So, und dann probierst du dich halt so, klar, beim ersten Mal klappt es halt noch nicht gleich so hundertprozentig, aber du probierst dich und irgendwann funktioniert es halt, ne? So, und dann irgendwann kommt halt so diese Passion, dass du dann einfach immer mehr willst, ne? Ja, ja. So, das ist ja irgendwie so, klar setzt man sich irgendwie Ziele, ne? Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe gesagt, oh, wenn ich einmal 200 drücke, das wär schon krass so, ne? Und dann hast du es geschafft und denkst so, na, da geht eigentlich noch mehr. Und dann machst du halt einfach weiter, ne? Ja. So, und jetzt mittlerweile ist man schon halt noch einen Tick weiter. Ein Stück, ein kleines Stück. Ja, ja. Ja. Kurze Frage, die mir eben in den Sinn kam. Du hast gesagt, du machst schon seit 20 Jahren, machst du schon KDK, ja. Also Kraft-3-Kampf. So, wenn du mit zwei, drei Sätzen sagen würdest, was hat sich am meisten verändert? So, wir haben vorhin schon mal ein bisschen gesprochen, so, was hat sich so in den zwei Jahrzehnten so getan an dem Sport? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also durch YouTube und durch Pascal, und auch durch andere Leute hat sich jetzt im Kraft-3-Kampf in Deutschland sehr, sehr viel verändert, was die Wettkämpfe auf jeden Fall betrifft. Also ich kann mich daran erinnern, zu meinen ersten Wettkämpfen, da war es halt so, keine Ahnung, du fährst in irgendein Dorf, wo du denkst so, Alter, hier machen wir garantiert keinen Wettkampf. Dann gehst du in irgendeine komische Scheune, läufst über so einen Holzfußboden, wo du denkst, Alter, gleich breche ich hier ein. Ne? Und dann steht da auf Europaletten irgendwie eine Bühne aufgebaut, da steht eine alte wackelige Bank drauf und da machst du dann deinen Wettkampf. Ne? So, im Publikum, Zuschauer gibt's nicht, da sitzen einfach nur die anderen Athleten, die auch noch starten wollen.
da läuft keine Musik, gar nichts. Das waren so meine allerersten Wettkämpfe. Und wenn man jetzt heute guckt, ne, dass da eine große Bühne aufgebaut wird. Yeah. Mittlerweile gibt es halt Firmen, die das Ganze halt begleiten. Hier, ja. Ich sag nur DS Media. Ne, also finde ich richtig geil, machen einen richtig geilen Job. Und ja, da war früher gar nicht dran hinzudenken. Ne? Ja. Also deswegen, allein das finde ich schon total geil. Wenn man jetzt auch dann so guckt, wenn man sich daran erinnert, die DM, als der Marc Traut und Pascal halt zusammen gestartet sind, man hat das ja auch oft an den Aufrufzahlen gesehen, im Livestream, das geht halt richtig vorwärts. Ne? Auf jeden Fall. Auch die Halle brechen voll. Ja. Das hast du früher nie gehabt. Ja. Ja. So, und das ist halt einfach geil. Also diese Entwicklung, also deswegen gucke ich mir das halt auch so gerne an. So, und es macht einfach Spaß, diese Entwicklung auch zu sehen. Ne? Glaube ich. Ja, kann ich mir vorstellen. Schön, geil. Eine Frage, die gestellt wurde, und das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet. Hast du schon für das Tischtennis-Rematch trainiert? Liebe Grüße von Mochi. Tatsächlich nicht, nee. Aber wenn er mich herausfordert, dann würde ich tatsächlich auch noch mal so 2-3 Trainings vorher machen. Oh ja. Ich habe da so 2-3 Arbeitskollegen, wo ich dann tatsächlich hingehen könnte, die tatsächlich im Verein spielen. Da würde ich dann hingehen, würde da vorher mal so 2-3 Trainings durchziehen und dann können wir gerne das Rematch machen. Mochi, du weißt Bescheid, ja? Ja. Die Herausforderung steht. Perfekt. Es sind einige Fragen so in die Richtung gekommen. Ne? Wie bist du zum Equipped gekommen und wieso Equipped und so? Hast du jetzt ja alles so ein bisschen erklärt. Kann ich auch voll nachvollziehen. So, wenn man irgendwo trainiert und dort wird Equipped trainiert, dann rutschst du da natürlich so rein. So, ja. Ganz klar. Spannende Frage aber auch. Würdest du, wenn du jetzt nochmal mit KDK anfangen würdest, würdest du wieder in Richtung Equipped gehen oder würdest du sagen, tendenziell eher Raw? Oh, das ist eine gute Frage. Also, Equipped hat mich ja auch so ein bisschen inspiriert, auch wenn da so ein paar Grundsachen natürlich gegen mich oder, wie sage ich das jetzt am besten, gegen das sprechen, was ich so in Powerlifting lebe und sehe. Also für mich steht dopingfrei an erster Stelle. Mhm. So, jetzt ist aber ein bisschen im Gegenspruch. Ein großes Idol für mich ist der Ryan Kennelly. Okay. Der hat mal jahrelang den Weltrekord gehalten im Equipped Bankdrücken mit 476 Kilo. So, und den habe ich jahrelang als Vorbild gesehen. Und ich finde es auch jetzt noch total interessant. Ne? Mhm. Auch wenn die Hemden nochmal anders geschnitten sind und dreifach und doppellagig und dreifachlagig. So, aber ich finde es halt irgendwie cool zu sehen, wenn die Hantel komplett voll ist, die Hantel sich am besten schon biegt und wenn sich dann jemand da unterlegt und damit irgendwie Bankdrücken macht. Ja, das ist für mich, ich finde das einfach nur geil. So, und das war auch so für mich so, ne, das will ich auch. So, und das ist auch so, auch immer so das, was mich so ein bisschen antreibt. So, ne? Mhm. Für mich kann die Hantel nicht voll genug sein. So, auch deswegen fand ich das auch cool, was wir heute gemacht haben. Da auch nochmal ein großes Danke an Pascal, dass wir hier drehen dürfen und dass ich hier ein bisschen rumballern durfte mit den Shepherd Plates. weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, es sieht auch einfach cool aus. Ne? Wenn da irgendwie 7 Scheiben drauf sind, so, das macht schon Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Und, ja. Ja, kann ich verstehen. Kann ich wirklich verstehen. Wir bleiben in der Disziplin oder in dem Bereich. Du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, warum liebst du das Benchen so sehr? Weiß ich nicht. Das ist einfach irgendwie so, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Das war es auch irgendwie von Anfang an. Ja. Also wirklich, ich bin in den Verein gekommen und Bankdrücken hat mir von Anfang an wirklich am meisten Spaß gemacht. So, und irgendwann ist dann auch mal so der Gedanke gekommen, als ich dann irgendwie über 250 war. Auch wenn das vielleicht ein bisschen arrogant klingt, aber ich wollte gern mehr Bankdrücken machen als andere Kniebeugen machen. So. Ja, mittlerweile bin ich auf einem ganz guten Weg dahin. Ja. Mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Geil. Gleiche Frage, gleiche Fragensteller. Sascha fragt nämlich, also Iron Sascha, wann stecken wir ihn in ein Shirt oder wann stecken wir mich in ein Shirt, hat er gefragt. Er soll vorbeikommen oder er soll mir sagen, wann ich zu ihm kommen soll. Ja, also auch da klare Ansage, Sascha, nennt dich an René. Perfekt. Oder an Pascal. Oder an Pascal. Wenn Pascal ja sagt. Fühlt sich so viel Gewicht auf der Bank nicht verdammt schwer an in der Hand? Das tatsächlich eine spannende Frage, weil am Ende, oder die Frage ist mir auch tatsächlich schon mal öfter gestellt worden auf Instagram, wie fühlt sich das an, 300 Kilo in der Hand zu haben?
am Ende verschiebt sich die Leistungskurve ja immer mehr. So, jemand, der jetzt 115 Kilo oder 150 oder 180 oder 200, ist egal, als Bestleistung hat, für den fühlt sich diese Last dann eben auch schwer an. Ja. Und genauso fühlt es sich halt auch für mich an. Wenn ich an meine Grenze gehe, dann fühlt es sich halt für mich schwer an. So, mittlerweile sind 300 ein Gewicht, die ich ganz gut kontrollieren kann, die sich auch recht normal in der Hand anfühlen, ne, wo ich sage, okay, ja, die kann man immer machen. Da haben wir es. Da haben wir es. So, aber ja, am Ende fühlt sich das, wenn das für dich ein Maximalgewicht ist, fühlt sich das für mich genauso an. Das, was für dich schwer ist, ist für mich halt auch schwer, nur dass da halt dann vielleicht zwei, drei Scheiben mehr auf der Hand sind. Ja. Also klar, ne? Also für mich waren die 130 heute weitaus mehr, als ich jemals gedrückt habe. Sie werden sich für dich, also die 300 oder 330 werden sich für dich nicht dreimal schwerer anfühlen, sage ich mal, als für mich jetzt die 130. Also das kann ich nachvollziehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Sehr gut, sehr gut. Du hast eben gesagt, 300 Kilo gehen immer. Da hat sich jemand gefragt, wann gehen die denn beim Heben immer? Ich weiß, wer das gefragt hat. Das war Matze. Nein. Du hast noch einen Versuch? Ah, warte. Wer könnte das noch sein? Kommt aus der Gegend hier. Aus der Gegend hier? Mhm. Dann war das Justin. Auch nicht. Dann war das Pascal. Nee, es war Buddha. Ah, ja. Okay. Ja, ich arbeite dran. Also mittlerweile, im Moment läuft das ziemlich gut. Mal schauen. Also ich gebe mir vielleicht noch mal so anderthalb Jahre. So cool wäre es natürlich, wenn ich das, also falls wir nächstes Jahr wieder in der Bundesliga starten dürfen, dann würde ich das natürlich da gerne schon zeigen. Ja, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Also ich lass mir da echt Zeit so, weil Kreuzheben ist jetzt tatsächlich auch nicht meine Lieblingsübung. Mhm. Absolut nicht. Und im Moment habe ich einen ganz guten Weg gefunden, wie ich mich da weiterentwickle. So, wie gesagt, im Moment läuft es. Und mal schauen, wann da die 300 fallen. Erzähl mal kurz, wo bist du beim Beugen und beim Heben? Also aktuell so von den Werten her? Raw. Das ist tatsächlich auch so ein Ding. Also Raw bin ich gar nicht so stark. Meine Bestleistung im Kniebeugen liegt bei 242 Raw. Mhm. So, und ich habe jetzt aber auch schon im Training mit dem Equipment habe ich schon 340 gebeugt. So, dann im Bankdrücken ist der Unterschied noch richtig krass. Bestleistung im Training sind 202,5. So, da muss man aber auch dazu vielleicht noch betonen, leg's halt Raw auch nicht drauf an. Ja. So, ne? Also ich versuche da nicht irgendwie sonderlich stärker zu werden. Ich nehme das, was kommt. So, aber in erster Linie liegt mein Fokus natürlich auf Equipbankdrücken. Ja, ne? So, und wenn man jetzt dann meinetwegen den gestrigen Trainingstag betrachtet, wo ich da die 340 bewegt habe, dann kann man sagen, okay, ich hole da aus dem Equipment schon 140 Kilo. Ne? Ja, ja. So, und im Kreuzheben macht das Equipment eigentlich nicht so viel. So, also ich habe jetzt vor zwei Wochen, ich bin da gerade auch so ein bisschen am Rumprobieren zwischen Sumo und Klassisch. Und Sumo habe ich jetzt im Training 270 gezogen, was ein PR war. So, und Klassisch habe ich auf unserem Mockmeet 282 gehoben. So, und ja, im Anzug, was man werden könnte, ist Bestleistung 290. Okay. So, ich habe auch schon 300 im Anzug gehoben, tatsächlich. Aber das kann man keinem zeigen. Das war so wirklich Kategorie schwer und falsch. Ja. Also wirklich falsch. Ist ja dieser Tage sehr angesehen. Ja. Dann hau doch mal deine drei wichtigsten Tipps für die Bank raus. Die drei wichtigsten Tipps, also Trizep, volles Rohr, immer rauf. Den Lat. Und die Technik. Die Technik würde ich noch als erstes setzen. Mhm. So, weil die Technik, du brauchst einfach eine gute Technik, um schweres Gewicht zu bewegen. So, ansonsten machst du dich einfach kaputt. Ja. Je höher die Lasten werden, umso besser muss die Technik sein. So, und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie kannst du deine Muskulatur ansteuern und. Aber das sind nachher schon so fortgeschrittene Sachen. So, ne? Ja, und ansonsten viel hilft viel, ne? Klar musst du jetzt nicht im Training immer volles Rohr geben, ja. So, aber du kannst schon, um es mal richtig krass zu sagen, du kannst auch fünfmal oder sechsmal die Woche Bankdrücken machen. Ne? Du musst halt immer nur die Intensitäten tauschen. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung,
als Beispiel einfach nur. Du machst Montag irgendwie ein 75% Training, dann machst du Mittwoch oder Dienstag machst du ein Schnellkrafttraining. Das macht man ja so im Bereich zwischen 40% und 50%. Mhm. So, dann kannst du Mittwoch wieder irgend so ein 60% Training machen, dann machst du dann aber irgendeine Variation, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dass du verschiedene Hanteln hast, meinetwegen eine gebogene Hantel oder eine Multigrip-Bar, wo du dann halt auch so greifen kannst, ne? Bau eine Variation ein. So, am Donnerstag machst du dann wahrscheinlich nochmal irgendeine Variation und am Freitag machst du halt All-In. Hm. So, das ist zum Beispiel auch mein Ding. Ich mache zum Beispiel freitags immer mein schweres Training. Hm. So, mache ich aus dem Grund, weil die Wettkämpfe sind immer an einem Wochenende. So, deswegen ist es so, warum soll ich in der Woche schwer drücken? Weil es gibt ja ganz viele, die so sagen, nee, Montag ist mein schwerer Bankdrücktag oder Mittwoch. Ja. So, ich lege es halt immer auf den Freitag, weil ich habe so gemerkt, so komme ich einfach am besten klar. Ja. Ja. Sehr schön. Könnt ihr übrigens bei René immer fleißig auf Instagram euch angucken, wenn ihr mal richtig sehen wollt, wo da schwer trainiert wird. Das geht steil. Jetzt hat sich hier meine Frage gedreht. Super. Geht gleich weiter. Ab wie viel Wiederholungen beim Deadlift stirbt man eigentlich? 2? Nee, ein paar mehr gehen da schon. Also, ja. Beim Deadlift. Ich glaube, ich habe noch nie mehr als 6 Wiederholungen gezogen. Nee, das stimmt gar nicht. Nee, ich habe neulich. Bei wem habe ich das denn gesehen? Bei irgendjemandem habe ich das gesehen und da dachte ich mir so, das mache ich nach. stimmt, bei Herrn Kohlroos habe ich das gesehen. Der hat nämlich mit 200 Kilo. Hat er 20 Wiederholungen gezogen, aber ich glaube, es gab eine 2-Minuten-Zeitvorgabe. So, und ja, da wollte ich das probieren. Da habe ich tatsächlich 12 Wiederholungen gezogen mit 200. Und für mich ist 12 die Zahl, wonach man stirbt. Wenn du eine mehr gemacht hättest, würdest du heute hier nicht sitzen. Nee, dann würde ich hier heute nicht sitzen. Dann wäre ich einfach umgefallen. Perfekt, perfekt. Hier hat jemand geschrieben, weißt du noch, damals, als du mit 65 Kilo Körpergewicht um die Tischtennisplatten gelaufen bist? Fragezeichen. Oh ja, das weiß ich noch. Finde ich einfach gut. Finde ich eine gute Frage auf jeden Fall. Wann hast du zum ersten Mal 150 gedrückt? Boah. Kannst du das noch sagen? 5 Jahre oder so? Oder 6 Jahre? Also es war, kann ich aus dem Stegreif gar nicht sagen. Also ich würde sagen, das war irgendwie mein 6. Wettkampf oder so. Ich hatte da jemanden im Verein, mit dem, das ist halt das Schöne, wenn man dann halt so im Verein startet und du hast ja jemanden, der auf demselben Leistungsniveau ist, mit dem kannst du dich dann halt auch so ein bisschen nach oben schaukeln, ne? So, und derjenige, mit dem ich das gemacht habe, der war zu dem Zeitpunkt, war der schon deutlich älter als ich, der war über 40, ich glaube, jetzt muss ich lügen, 46 oder so. Damals schon, so, und ja, wir haben beide auf denselben Wettkampf hintrainiert. Ja. So, und wir hatten beide das Ziel 150, ne? Wer schafft als erstes die 150? So, und ja, das ist halt geil. Das macht halt richtig Laune, ne? Weil wenn du dann auch zusammen trainierst, du siehst, okay, er macht jetzt mit dem und dem Gewicht, macht er so und so viel Wiederholung, versuchst du natürlich besser zu sein, ne? So, und das ist ja am Ende das, was dich auch stark macht. Auf jeden Fall, ja. So, und ja, wir haben, glaube ich, beide auch die 150 auf den Wettkampf gedrückt. Also schon eine Weile her. Ja, das ist schon eine Zeit lang her. Heute geht das Doppelte immer. Es geht immer. Ja. Und abschließend noch eine Frage aus einem ganz anderen Bereich. Da hat sich jemand gefragt, ein Chihüü ist welches Tier? Das ist ein Chihuahua und ich weiß auch, von wem die Frage kommt. Ja, sehr gut. Die kommt von Jasmin. Tatsächlich, ja. Aus Österreich. Ja, stimmt. Ja, viele Grüße. Perfekt. Ich würde sagen, es ist ein runder Abschluss. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Dass du mir auch heute mal die Möglichkeit gegeben hast, das mal auszuprobieren. Ja. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas mal zu testen, macht das auf jeden Fall. Es ist eine ganz andere, aber total geile Erfahrung, macht mega viel Spaß. Ich bin gespannt, wie sich mein Arm morgen anfühlt und wie er aussehen wird. Also ein paar Spuren sieht man jetzt schon. Ansonsten alles Gute weiterhin auf deinem Weg zu deinen Zielen. Dankeschön. Wir werden das verfolgen. Verfolgt das auf jeden Fall bei René bei Instagram. Und dann sind wir fertig, würde ich sagen. Ja, perfekt. Gerne. Dann sage ich besten Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video. Peace.